euer Elmo. Und gerade sind wir noch in meinem Wohnzimmer, aber nicht mehr lange, denn gleich geht's raus in die Wildnis zu der Asseburg. Und bevor das Video losgeht, möchte ich noch zwei Sachen sagen. Bitte lasst einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Das würde mich sehr freuen. Und ich finde, jetzt beginnen wir mit dem Video. Jetzt sind wir bei der Asseburg angekommen. Da ist schon dieser riesige Plan. Den gucken wir uns jetzt erstmal an. Da oben ist die Asseburg, wo diese eine Brücke ist mit diesem kleinen Halbkreis. Da werden wir jetzt auf jeden Fall hingehen. Und da ist der Bismarckturm. Großvater, ich hab den Mond verdunkelt. So, jetzt müssen wir nur noch diesen Weg da gehen. Das wird mir zu anstrengend. Dafür habe ich nämlich heute Großmeister Simon dabei, der mich heute trägt. Den ganzen Weg. So, jetzt sind wir da. Danke für die ganze Hilfe, mich hier hochzutragen. So, gehen wir rein. So, jetzt sind wir hier im Halbhof angekommen. War schon aber ein ziemlich anstrengender Weg. Nur Großmeister Simon hat mir geholfen, diesen ganzen Weg hoch zu besteigen. Und jetzt sind wir hier. Ja, jetzt sind wir hier im Halbhof. Da oben war mein riesiger Turm. Da ist sogar noch ein Kerker drin. Den können wir uns gleich mal angucken. Und jetzt gehen wir weiter. Hallo bei den LMO Domino Nachrichten. Jetzt sind wir auf der Asseburg angekommen. Und hier ist ein riesiger Turm gewesen, der ist leider abgebrannt wurde. Da ist ein Kerker. Hier war eine riesige Mauer noch. Hier war mal eine riesige Mauer. Ihr seht, wie dick die ist. Ich zähle mal 1-2 Meter dick. Jetzt gehen wir jetzt mal hier zum Turm, wo es sogar noch der Kerker ist. Hier ist der Kerker. Er wurde jetzt nur leider abgesperrt, weil sonst würden Menschen da reinplumpsen. Und das wäre gerade nicht so toll gewesen. Und diese Burg hat sogar bestimmte Sachen. Die wurde nämlich gebaut von 1218 bis 1223, das sind höchstens 5 Jahre. So lange musste diese Burg gebaut werden. Eine Wolfenbüttlerburg. Steine wurden aber nicht für Wolfenbüttel benutzt, sondern für Klein Denkste, das da hinten irgendwo ist. Diese Steine wurden dafür extra abgebaut. Ja, jetzt gehen wir weiter, glaube ich. Kommt, folgt mir. Diese Burg wurde von Gunzelin von Wolfenbüttel gebaut, weil das eine Ganerbenburg war, wo ganz viele Familienstämme gelebt haben. Aber nur leider gab es auf dieser Burg Streit und deswegen wurde sie abgebrannt um 1492. Und deswegen ist diese schöne Burg jetzt nicht mehr heil. Jetzt werden wir, also ich würde sagen, jetzt gehen wir zu den Schießscharten. Kommt, folgt mir. So, jetzt bin ich hier in einer Schießscharte gerade drinne und hier standen dann immer ganz viele Ritter und haben mir mit Pfeil und Bogen durchgeschossen. Da vorne ist es so eng, weil da die Feinde dann ganz gut nicht reinschießen konnten. Da konnten die Feinde kaum reinschießen, deswegen ist das da vorne so eng. Deswegen finde ich kurz, ich komme kurz zu euch rüber. Ich will einfach hier raus, ich muss einfach hier weg. Die Schießscharten wurden benutzt, um die Gegner so gut wie möglich abzuschießen und dass die anderen Ritter nicht getötet werden konnten. Diese Burg war sogar höchst... Diese Burg war sogar bis zu 100 Meter steil. Das heißt, es wären 100 Meter
hier lang so steil war, dass es schon eine ganze Menge. Ein Fußballfeld ungefähr. Ja. Und 7200 Quadratmeter war diese Burg. Jetzt sind wir hier auch bei dem zweiten Teil der Asse. Hier sieht man diesen ganzen Kram über die Asseburg. Da unten sieht man auch nochmal, da wird die Asseburg gezeigt. Den roten Pfeil, den könnt ihr das sicher erkennen. Wir sind jetzt nochmal hier beim Abschluss, bevor das Video aber noch aufhört, sage ich euch noch was. Diese Burg war die höchste Höhenburg in ganz Norddeutschland. Und jetzt, wenn ich mal abonnieren gesagt, bitte abonniert ihr meinen Kanal. Das sagen nämlich jetzt immer die Coolen. Dann bitte lasst noch einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Also drückt noch auf die Glocke. Tschüssi, euer LMO und auch euer Großmeister Simon. Hallo. Abonnieren. Oh, alles klar.